Ja, schönen guten Tag zusammen. Ich begrüße euch zur Pressekonferenz vor unserem ersten Saisonspiel, dem Heimspiel in der Effner Arena gegen die SV Elversberg. Anstoß ist am Sonnabend um 13 Uhr. Ganz herzlich begrüße ich dazu natürlich auch unseren Cheftrainer Christian Tietz. Erwartet werden rund 21.500 Zuschauer. Wir erwarten zudem 150 Gästefans. Kommen wir direkt weiter zum Personal. Nicht mit dabei sein kann Xavier Amici, der eine Prellung erlitten hat. Der Einsatz von Barış Artık ist fraglich. Wichtige Hinweise nochmal zum Heimspiel. Das Stadion öffnet wie gewohnt 2 Stunden vor dem Spiel, sprich um 11 Uhr. Die Tageskassen wird es geben, sind geöffnet. Die Eintrittskarte gilt natürlich auch wieder als MVB-Fahrausweis. Wie immer ist natürlich zu empfehlen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Ja, Trainer, es geht wieder los. Nach 7 Wochen Vorbereitung jetzt der Start in die zweite Liga. Wie lief denn jetzt die Spieltagsvorbereitungswoche? Ja, die war zu Beginn der Woche bei uns sehr intensiv. Für uns war es auch gut, dass wir so ein Stück weg auch noch fast eine längere Woche hatten, auch durch das Freitagsspiel mitbedingt. Und haben dann natürlich uns auch auf den Gegner vorbereitet, die Art, wie wir spielen wollen, wie wir den Gegner erwarten. Und hatten dann gestern einen regenerativen Tag. Und jetzt sind die letzten beiden Tage, wo wir nochmal so in kleine Details reingehen. Wie wollen wir einen Gegner anlaufen? Wie wollen wir sie bespielen? Wie stellen wir uns unsere Standards vor? Danke, Trainer, für die ersten Worte. Wir gehen gleich rein in die Fragerunde. Wer möchte denn starten? Nico Esche für Magdeburg Blau-Weiß. Guten Tag zusammen. Hallo, Herr Tietz. Die Sommervorbereitung ist ja jetzt schon vorbei. Ich nehme an, Sie hatten bestimmt auch ein paar freie Tage. Wie haben Sie die verbracht? Meinen Sie jetzt, bevor wir die Vorbereitung begonnen haben? Korrekt. Die waren auch sehr variabel, muss ich zugeben. Die waren sowohl einmal, was ja aber auch wichtig ist für mich und für meine Familie, dass ich da mit meiner Frau, mit meinen Kindern, aber auch mit Freunden, dass wir Zeit verbringen, dass wir in Urlaub gehen. Dann verbringt sie die Tage teilweise ganz normal wie ein Familienvater, weil wenn die Kinder noch zur Schule gehen, auch in dem Bereich mit drum kümmern. Und dann haben wir aber trotzdem auch immer im Bereich, der halt in der Überbrückungsphase ist, was Transfergeschichten angeht, was Planungen angeht, wie wir die Wochen des Trainings angehen, wo wir verschiedene Dinge umsetzen möchten. Jetzt ist ja in den vergangenen Wochen einiges passiert. Jüngst wurde dann eben auch von Ihrem Trainerstab Dominik Reimann als Kapitän gewählt. Ein bisschen überraschend, Markus Mathisen als Vizekapitän. Vielleicht dazu noch ein paar Worte. Wie kam es zu der Entscheidung? Wir wussten schon im Vorfeld, dass wir mit Markus eine führungsstarke Persönlichkeit verpflichten. Und als jetzt bei uns hier auch gekommen ist, hat er genau das untermauert und gezeigt, dass er jemand ist, der eine Mannschaft führen kann, der ein gewisses Wort ergreift, der aber auch durch die Art, wie er seine Präsenz auf dem Spiel und auf dem Trainingsplatz zeigt, sich gut eingliedert. Und bei Domme war es eh schon immer so gewesen, dass wir sind ja öfter so ein engerer Kreis mit 4, 5, 6 Spielern, sind wir ein bisschen variabel. Und Domme hat sich hier, finde ich, in den letzten Jahren sehr gut herauskristallisiert, wie er diesen Club hier lebt und wie er auch versucht, in der Mannschaft, für die Mannschaft das Beste einzubringen. Aber ich sag mal, es standen ja auch einige bestimmt so ein bisschen Schlange auch. Also da wurde ja so viel spekuliert dann eben auch mit Tobias Müller, auch mit Barış Artık. Als ganz frischer Spieler beim FCM ist die Entscheidung ja, wie gesagt, eben auch überraschend. Ich hab's ja eben erklärt, weil wir wussten, weil wir auch sehen, was für eine Persönlichkeit wir bekommen haben, aber es ist auch gut. Und bei uns ist ja nicht nur so, dass wir mit Ernennung eines ersten und zweiten Kapitäns, dass dann bei uns alle still sind, sondern wir haben ja einen erweiterten Kreis, wo wir auch die anderen Spieler, die Sie genannt haben, und noch weitere als Führungspersönlichkeit mit dabei haben, die sich ins Team einbringen, die auch dementsprechend Aufgaben mit übernehmen. Ich sage auch gerade Barış Artık, er hatte eine leichte Zerrung gehabt, war heute auch beim Training nicht dabei. Es ist fraglich, ob er am Samstag spielt. Wie sieht es da bei ihm aus? Ich kann den Stand heute noch nicht beantworten. Heute haben wir hier intern individuell mit ihm trainiert und er ist behandelt worden. Und da geht es jetzt wirklich darum, dass wir auch nochmal diesen Tag und den morgigen abwarten wollen. Und zuletzt noch eine Frage. Jetzt gab es oder wird es einige neue Zweitligisten geben oder neue in Anführungszeichen jetzt? Vielleicht da auch eine kleine Einschätzung, gerade FC Köln, Ulm meinetwegen? Also wenn eins die zweite Bundesliga gezeigt hat, Mannschaften, die in die Liga neu hinzukommen, die haben Qualität. Es gibt kein Team, egal ob es Absteiger sind oder ob es Aufsteiger sind, die in die Liga reinkommen und die vielleicht etwas im ersten Gedanken entweder etwas viel stärker sind oder etwas schwächer. Stärker, das kann durchaus bei Absteigern vorkommen, aber bei den Aufsteigern haben die letzten Jahre gezeigt, dass diese Teams immer eine Qualität haben, nicht nur, weil sie aufgestiegen sind und als Mannschaft zusammen waren, sondern weil sie sich auch noch extern Qualität mit dazugenommen haben. Und so werden wir auch dieses Jahr wieder, da bin ich mir ziemlich sicher, eine sehr ausgeglichene Liga sehen. Danke. Bitte.
Robert Blömicke für den MDR. Danke. Schönen guten Tag erstmal an der Stelle. Fünfte Saison mit dem FCM für Christian Tietz. Wie sehr freuen Sie sich auf diese neue Saison mit auch neuen Gegnern? Ich freue mich immer vor jeder Saison insgesamt auf die neue Saison, weil du ja nochmal komplett die, es ist alles offen, es ist alles neu, es beginnt wieder alles bei Null. Das heißt, es gibt ganz viele Möglichkeiten, in eine Saison zu starten, mit einer Mannschaft zusammenarbeiten, die Mannschaft zu formen, sie zu verändern. Und ich freue mich logischerweise auch jetzt, dass es wieder losgeht mit dem ersten Saisonspiel. 7 Wochen Vorbereitung waren, etliche Testspiele, 9 an der Zahl. Vielleicht ein kurzes Fazit zu den Testspielen? Ja, grundsätzlich haben wir das bekommen, was wir wollten. Durch die Europameisterschaft waren wir diesmal in einer deutlich längeren Vorbereitungsphase und auch Überbrückungsphase. Das haben wir für uns auch genutzt, dass wir etwas früher angefangen haben, zwischendrin nochmal eine kleine Regenerationspause gemacht haben, aber auch die Zeit genutzt haben, öfter zu spielen, weil wir auch eine gewisse Kaderbreite drin haben. Und da war es so, dass wir uns als Mannschaft gut gefunden haben und dass wir mit den Spielen auch wirklich diese Leistungsentwicklung, diesen Konkurrenzkampf in der Mannschaft gut und hochhalten konnten. Und das haben wir auch in vielen Spielen gut umgesetzt. Aber auch gleich zu sagen, jetzt geht die Punktsaison los und das ist dann trotzdem immer wieder ein Stück was anderes. Ganz andere Stiefel dann. Alles wird ad acta gelegt. Nicht alles, aber... Nein, ad acta nicht, aber es geht um Punkte. Es kommen die Zuschauer mit dazu, es kommt ein ganz anderes Stress- und Druckpotenzial mit dazu. Und du weißt auch, in einem Vorbereitungsspiel kannst du auch mal Dinge auswählen, es kann auch mal ein Fehler passieren. Es hat nicht gleich eine Folge in Form von Punkten, aber hier draußen zählt es jetzt wieder ganz anders. Und deswegen werden das auch andere Spiele werden. Auch wenn die Frage schon beantwortet wurde, ich muss es trotzdem noch mal tun, Dominik Reimann, neuer Kapitän. Warum fiel die Wahl auf ihn? Weil Domme, ich schon erklärt habe, der schon auch hier einige Jahre mit dabei ist und der ist ein Spieler, der diesem Verein unglaublich lebt. Auch wie er sich zu dem Verein bekennt, auch wie er innerhalb der Mannschaft vorangeht, wie er seine soziale Kompetenz ins Team einbringt, für das Team, wie er Dinge leitet, wie er Dinge unterstützt, wie er zu den Spielern hingeht. Und dann vor allen Dingen auch eins finde ich, dass er von hinten eine gute Ruhe ausstrahlt, was für uns eine Komponente ist. Aber ich habe es eben auch schon beantwortet, wir haben trotzdem bei uns deutlich mehr Spieler wie nur einen, der eine Führungspersönlichkeit ist und der auch eine Führungsqualität mit übernimmt. Bärenstarke zweite Liga, wen erwarten Sie in der Saison 24/25 da weit oben und wo sehen Sie Ihren FCM? Finde ich die schwierigste Frage zu beantworten, weil ich finde, dass man das wäre, finde ich, so ein bisschen würfeln, weil es viele Mannschaften gibt, die eine ähnliche Qualität hat und klar können wir dann sagen, wir nehmen die Mannschaften, die von oben runterkommen, die haben eine hohe Qualität, die sie mit reinbringen und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie mit oben dabei sind, aber wir haben auch Mannschaften drin, jetzt aus den letzten Jahren wie den HSV, wie Schalke 04, wie Hertha BSC Berlin, die jetzt auch sich in der Liga angekommen sind, die eine hohe Qualität in sich in ihren Kadern haben. Aber wir könnten ja dann mit den Mannschaften noch weitergehen, weil mit den Mannschaften, die schon länger drin sind, die eine Qualität mitbringen. Wenn wir gerade sehen, wie die Mannschaften, die in den letzten beiden Jahren aufgestiegen sind, dann sehen wir, dass es nicht immer die Teams waren, die man so vielleicht immer gerne nennt, weil sie von oben runtergekommen sind, sondern dass es Teams waren, die eingespielt waren, die eine Kompaktheit mit St. Pauli, mit Holstein Kiel, mit Heidenheim mit reingebracht haben. Deswegen ist die Liga wirklich schwer ausrechenbar und das macht sie auch so interessant und ich glaube, dass es in der Tat 5, 6, 7 Mannschaften sein wird, die im oberen Drittel mit dabei sein werden, um die Plätze spielen. Lassen Sie uns bitte noch mal einen Blick auf den Kader nehmen. 31 Mann, wenn ich jetzt richtig durchgezählt habe. Es kam ganz viel Qualität dazu. Das hört man auch immer so von den Zuschauern, von den Fans am Rand, die gesagt haben, Mensch, da ist ordentlich mal Qualität dazu geholt worden und nicht so junge, entwicklungsfähige Spieler, wenn ich das mal so weitergeben darf an der Stelle. Der Kollege da hinten, der lacht schon. Was ist Ihre Spielidee? Die kennen wir jetzt, aber ist jetzt noch mehr Tempo auf dem Feld? Also zunächst mal muss ich sagen, einen kleinen Widerspruch muss ich Ihnen geben, weil wir haben in der Tat auch wieder mehrere junge Spieler, entwicklungsfähige Spieler auch mit dazugenommen, weil das für uns auch wichtig ist. Wir sind ein Verein, der in der letzten Saison eine U23 etabliert hat. Das heißt, wir haben auch bei uns Spieler im Kader, die auch in der U23 zum Einsatz kommen werden, die dort ihre nächsten Schritte machen werden. Und dann ist bei uns auch mit den Local Playern automatisch die Kaderbreite etwas größer, was für uns auch wichtig ist, weil wir die Spieler dahin entwickeln wollen, weil wir beide Bereiche entwickeln möchten.
Nichtsdestotrotz haben wir bei der Verpflichtung des Kaders auf verschiedene differenzierte Elemente geachtet, wo wir dieses Mal auch jetzt als Verein in eine Situation reingekommen sind, wo wir uns auch ein Stück weit anders auf dem Transfermarkt bewegen konnten. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit gehabt, den einen oder anderen Spieler zu verpflichten, der in der zweiten Liga auch schon länger gespielt hat, auch Erfahrungswerte hat. Aber vor allen Dingen eins, das ist auch kein Geheimnis, dass wir darauf geachtet haben, dass wir Spielertypen bekommen, die von der Mentalität laufstark sind, die Geschwindigkeit mitbringen, die sich ins Team mit einbringen wollen und das dann versucht zu paaren, auch mit einer fußballischen Qualität. Aber wie sich alles zusammenfindet, werden die Spieler am Ende reinfinden werden. Das wird auch ein Stück weg der Saison geschuldet sein. Und manchmal ist es auch ein ganz einfacher Umstand, weil bei allen neuen, die wir geholt haben, wir haben ja auch Spieler da gehabt, die eine Qualität haben. Manchmal hängt auch vieles davon ab, wie sich so eine Saison verändert. Ob du verletzte Spieler hast, dann kommt mal der ein oder andere Spieler rein und nutzt die Möglichkeit direkt für sich. Herr Tietz, letzte Frage. Sie können mich gerne schlagen. Was ist das Saisonziel? Ich frage es vor dem ersten Spieltag. Ja, das, was wir für uns immer gerne vorsetzen, dass wir versuchen wollen, wenig Gegentore zu bekommen und dass wir versuchen wollen, möglichst Spiele für uns erfolgreich zu gestalten und zu gewinnen. Und damit sind wir ziemlich einfach bei dem, was wir haben. Am Samstag haben wir Saisonauftakt hier zu Hause vor eigenem Publikum. Und da wollen wir versuchen, dass wir 3 Punkte holen und mit dem Heimsieg starten können. Vielen Dank. Ja. Kevin Gehring für die Volksstimme. Ja, es ging ja gerade schon um die Neuzugänge. Guten Tag erstmal auch von mir. Hallo. Wie fällt Ihr Fazit aus, wenn Sie ein Zeugnis geben müssten für den Transfersommer? Es ist ja einiges in beide Richtungen passiert. Würden Sie da vielleicht eine Benotung vornehmen? Will ich gar nicht, weil ich glaube, dass man es jetzt noch gar nicht abschließend bewerten kann. Was ich aber Ihnen zur Abgangsseite sagen kann, und das zeigt es auch aus, dass wir jetzt eine Mannschaft sind, die jetzt ins dritte Jahr in der zweiten Liga geht, die schon über einen längeren Zeitraum auch in großen Teilen zusammen war. Und dass wir Spieler haben, die auch sich hier entwickelt haben, Begehrlichkeiten entwickelt haben. Und wir haben hier mehrere Spieler gehabt, die entweder transferiert worden sind gegen Ablösezahlung oder halt auch, weil der Vertrag ausgekommen ist, sich in der ersten Liga oder auch zu Top-Zweitligisten verändert haben. Das ist etwas, was wir ein Verein sind, was für uns ein völlig normaler Entwicklungsprozess ist, was auch positiv ist, dass wir dementsprechend uns entwickelt haben. Und bei den Neuzugängen, ja, da haben wir mit Sicherheit auch eine gewisse Qualität mit dazugeholt. Aber da würde ich trotzdem erstmal noch die Saison laufen lassen wollen, wie die Jungs jetzt erstmal reinsteigen. Jetzt haben wir gerade eine Vorbereitungsphase und jetzt geht es ab Samstag um Punkte. Und dann werden wir in einigen Wochen, Monaten schlauer sein, wie wir uns da entwickelt haben. Jetzt wird die Mannschaft ja gefühlt von Jahr zu Jahr internationaler. Wie verändert das vielleicht Ihre Arbeit? Braucht es denn doch noch mehr Englisch im Training oder wie passt das oder wird das angepasst? Ja, wir haben da wirklich einen guten Mix, muss man dazu sagen. Bei den Spielern, die wir geholt haben, sind auch einige dabei, die gut Deutsch verstehen und auch teilweise sprechen können. Und wir hatten es auch schon zuvor gehabt, dass wir öfter auch mal ins Englische fallen. Es hängt immer so ein bisschen ab, wenn wir keine verletzten Spieler haben und die Trainer sind alle da, dann haben wir so, dass so die 2, 3 Spieler, die noch Probleme haben, die Sprache zu verstehen, da setzt man mit dazu, der direkt mit übersetzt und ich bleibe im Deutschen drin, aber es ist auch öfters der Fall. Und gerade wenn wir auf dem Trainingsplatz stehen und du bist ja dann im schnelleren Coaching drin, dann sprechen wir öfters auch mal Englisch. Aber bei uns ist es in der Tat so, da musste er schauen, dass die neuen Spieler, dass sie Deutsch sprechen, weil die Spieler, die schon hier waren, denen gefällt es ab und zu auch mal in Englischen zu palavern. Aber wir kriegen das eigentlich gut hin und es ist momentan noch trotzdem ein sehr geringer Anteil, wo nicht Deutsch sprechen kann. Jetzt hatten Sie nach dem Genua-Spiel gesagt, es gibt so 15, 16 Leute, die einen Platz verdient hätten in der Startelf. Haben Sie diese Zahl in dieser Woche schon runtergekürzt oder wann passiert das? Die Woche hätte ich sie eher sogar noch um 1, 2 Positionen nach oben revidiert, weil auch die Jungs, die jetzt am Wochenende vielleicht mal nicht so in die Möglichkeit genutzt haben, die haben jetzt wirklich auch im Training, gerade speziell in den ersten beiden Trainingstagen, aber vorhin, wenn wir noch im Abschlussspiel drin waren, da war richtig Feuer drin gewesen. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen Spieler mitnehmen, wir wollen Spieler näher heranführen. Deswegen haben wir auch eine größere Kaderbreite und eine Kaderdichte, weil wir übers Training auch die Leistung entwickeln wollen, sodass es trotzdem noch auf der einen oder anderen Position offen ist, wie wir es abschließend machen werden. Und meine letzte Frage, Livan Burcu und Alexa Marusic kamen ja ein bisschen später dazu. Sie haben auch gesagt, da ist fitnessmäßig noch ein bisschen Luft nach oben. Würden Sie beide guten Gewissens schon in die Startelf stellen können oder wie ist da aktuell der Stand? Bei Alexa ist es in der Tat so, dass er noch eine gewisse Zeit benötigt. Der kann schon in Spielen reinkommen, also er hat schon eine gewisse Luft für eine Halbzeit, aber da wird es noch eine Entwicklung die nächsten Wochen sein, was auch völlig normal ist, weil der kommt aus einem anderen Trainingsstand, wo sie begonnen haben, war nicht annähernd in dem Bereich, wie wir uns bewegt haben. Und bei Livan ist es trotzdem eins,
Livan ist ein Sprinter, ist ein Spieler, der viel Sprintleistung hat. Und bei ihm hast du schon gemerkt, das geht wirklich von Woche zu Woche jetzt immer schneller. Er ist in einer guten Verfassung. Also er wäre jetzt ein Spieler, wo auch durchaus starten könnte. Aber auch er wird trotzdem noch Zeit benötigen, bis er in diese abschließende Spielfitness drin ist, weil etwas ganz Normales ist. Der hat über einen längeren Zeitraum kein Mannschaftstraining gehabt. Dankeschön. Ja. Sören Fiedler für die Bild. Es gab Testspiele, Herr Dietz, die haben Vorfreude geweckt. Man merkt auch so ein bisschen im Umfeld, so ein bisschen Aufbruchstimmung. Auf was können sich die Fans freuen im ersten Spiel? Ich glaube, sie können sich übrigens auf sich freuen. Auf das, was wir hier in unserem Stadion immer zeigen, diese Atmosphäre. Und ich finde, es ist ein ganz wichtiger Aspekt, wie die Leute hier reinkommen, wie sie diesem ersten Spieltag entgegenfiebern und sie hier ins Stadion gehen wollen, ihre Mannschaft nach vorne peitschen, sie unterstützen, gemeinsam den größtmöglichen Erfolg zu holen. Aber wir wollen natürlich etwas als Team mit dazu beitragen, in der Art, wie wir rausgehen, dass wir eine Mannschaft sind, die versucht, wirklich einen Gegner auch gegen den Ball unter Druck zu setzen, sie zu jagen und aber auch ein sehr enges, kompaktes Verteidigen drin zu haben. Und dann, wo wir uns alle hier mit Sicherheit freuen würden, wenn wir es schaffen, Torchancen zu kreieren und Tore zu erzielen. Aber wir können auf alle Fälle eines erwarten, dass hier in dem Stadion eine Atmosphäre von beiden Seiten da sein wird. Das heißt, von den Zuschauern, von unseren Fans, die uns unterstützen, aber von der Mannschaft, die rausgehen unbedingt will. Ich würde bei Buchu nochmal nachhaken. Man merkt ja, er ist wirklich erst ein paar Tage da, aber fühlt sich im Training schon so an, als würde er schon längere Zeit da sein. Hatten Sie das so erwartet oder ist das schon ein bisschen überraschend, dass er sich so schnell eingefügt hat? Überraschend wäre falsch. Man kann es eigentlich bei beiden spielen, weil beide kamen ja auch mit Abulsen aus Sandhausen. Und wir haben ja auch schon mal darauf hingewiesen, dass wir schon seit längerem auch beide Spieler für uns beobachtet haben, gesehen haben und wussten, dass sie eine hohe Grundqualität mitbringen und ein hohes Entwicklungspotenzial, ein Talent. Und beide haben eins gemacht, dass sie ein hohes Spielverständnis haben und eine schnelle Spielgeschwindigkeit. Hierher gekommen und sich gefreut und gesagt, wir wollen unbedingt schnell in diese Art des Spiels mit uns mit hinein integrieren. Bei Abu hat es am Anfang noch ein bisschen gedauert, da war es auch aufgrund des Fitnesszustands, aber der ist jetzt wirklich sehr gut. Und bei Livan war es so gewesen, wir hätten mit Sicherheit eins erwarten können, dass es noch einen Schritt länger dauert wegen dem fehlenden Mannschaftstraining, aber Livan ist halt auch so eine Persönlichkeit, der auch unbedingt will und der für sich ein hohes Selbstwertgefühl hat. Und das hat bis dato ihm mit Sicherheit ein Stück weg erleichtert, aber man muss auch ehrlich sein, das wird noch Zeit benötigen, weil es wird immer wieder auch, wie es im Fußball so ist, ein gewisses Auf und Ab geben. Thilo Vogelsang für Radio SAW. Herr Tietz, ab der neuen Saison gilt ja die sogenannte Meckerregel, also sprich, nur noch der Kapitän darf mit dem Schiri sprechen. Wie haben Sie das der Mannschaft vermittelt, Stichwort Barisch-Artig? Ich habe es nicht mit irgendwelchen Stichwörtern vermittelt, sondern ich habe es ganz normal mit der Regel vermittelt. Und wir hatten hier übrigens auch, das ist vor jeder Saison, eine Regelschulung mit den Referees und die waren da und haben ganz klar darauf hingewiesen. Dabei gilt aber auch, das muss man sagen, nicht, dass wir glauben, jetzt werden die Spiele stattfinden. Und es gibt keine Kommunikation mit dem Schiedsrichter. Das ist gar nicht Sinn und Zweck, glaube ich. Sondern was nicht gewollt ist, dass das größere Anzahl an Spielen auf den Schiedsrichter zustürmen und ihn bedrängen in seiner Entscheidungsfindung. Und das ist ja grundsätzlich eine nachvollziehbare Regelung. Und das wird den Schiedsrichtern auch helfen, weil da wird es eine ganz normale Kommunikation geben. Aber der Hauptansprechpartner wird dann der Feldspieler sein, der auf dem Spielfeld bestimmt ist, wenn zum Beispiel wie bei uns der Torhüter in dem Falle wäre es dann, wenn er beginnt, Markus Mathiesen, der als erster Gesprächspartner dient, aber der wird auch ganz normal immer noch das Gespräch mit dem einen oder anderen Spieler stattfinden. Also meine zweite Frage ist schon gleich beantwortet, aber ich entnehme, dass Sie die Regel gut finden und begrüßen. Ja, ich finde, ich muss es zweigeteilt beantworten. Ich finde es gut, weil ich finde, dass die Aufgabe eines Schiedsrichters wirklich keine leichte ist. Wenn wir bedenken, dass der da draußen, der läuft in der meisten Zeit die höchste Kilometerlaufleistung und muss in diesem kleinen, engen Raum alles sehen. Und der kann es ja keiner Seite richtig recht machen, wird von allen letztendlich begutachtet und auch ein Stück weg auch bewertet und teilweise angegriffen. Dann finde ich, ist die Aufgabe nicht ganz leicht. Deswegen glaube ich, wird es für ihn leichter, wenn er einen gewissen Entscheidungsfreiraum für sich hat, mit dem er sich beschäftigen muss, weil das macht ja was mit dem Menschen trotzdem. Und das wissen auch die Schiedsrichter, das wissen auch alle Menschen, die ins Stadion kommen. Der Fußball lebt von einer gewissen Emotion.
Und deswegen glaube ich, dass da nicht so dramatisch jetzt Dinge passieren werden. Es ist doch was völlig Normales, dass ein Spieler einer Aktion auch mal eine Reaktion zeigen will. Auch mal eine verbale Reaktion. Ich glaube, da geht es aber darum, wie er sie zeigt. Wenn er das in einer normalen Art und Weise macht, dann glaube ich, dann werden wir da alle gut miteinander umgehen. Und ich fand übrigens das Zusammenleben zwischen Schiedsrichtern und uns als Spieler und Trainer jetzt gar nicht so dramatisch, sondern ich fand es schon oftmals sehr respektvoll. Vielen Dank. Rudi Bartlitz für Magdeburg Kompakt. Bleiben wir mal bei der EM und den Erkenntnissen, was die Schiedsrichter jetzt, das ist die eine Seite. Haben Sie bei der EM irgendwas gesehen an Neuigkeiten in der Entwicklung des Fußballs, die vielleicht auch für eine Zweitligamannschaft von Gewinn wäre? Oder sagen die, das war so schlecht, das Niveau, das ist nicht unsere Sache? Oh ja, da haben die besten Mannschaften gespielt. Und da war mit Sicherheit eines nicht, dass da ein schlechtes Niveau war, ganz im Gegenteil. Ich finde, dass man gesehen hat, wie eng andere Nationen an die großen Nationen herangerückt sind. Das hat man in der Gruppenphase auch gesehen. Und was man insgesamt, finde ich, bei DM gesehen hat, finde ich, dass es ein hohes Spieltempo war, dass die Mannschaften, obwohl sie viele Spiele in den Beinen hatten, ein hohes Spieltempo gehen konnten. Mal gerade mal so das Beispiel mit Deutschland und mit Spanien nehmen, wie beide Mannschaften die Gegner versucht haben, über eine lange Spielzeit hoch anzulaufen, immer wieder unter Druck zu setzen, immer schnell in die Umschaltaktion zu gehen. Und dann das fand ich ein sehr bemerkenswert, das habe ich bei vielen Teams gesehen. Und trotzdem war es auch dieses Facettenreiche, wann laufen wir einen Gegner hoch an, wann steht eine Mannschaft auch mal tiefer und kompakt, weil sie gegen einen guten Gegner gekommen ist. Hier noch weitere Fragen? Ich hätte noch eine. Jens Lampe für den MDR-Hörfunk. Die Leistungsparameter der letzten Saison lauteten Platz 14 und 38 Punkte. Wären Sie damit am Ende der nächsten Saison zufrieden? Ich werd's nicht auf Punkt und Platz festlegen. Worauf dann? Ne? Wir sind auf alle Fälle zufrieden, wenn wir auch in der Liga weiterhin spielen. Weil das ist etwas, was ich finde, was für uns als Verein sehr wichtig ist. Der jetzt in die dritte Saison reingeht und der jetzt zwei erfolgreiche Saisons hinter sich hat, wo er das bestanden hat. Aber ich habe es eben schon genannt, für uns zählen andere Parameter, wie wir in die Spiele reinkommen, wie wir uns in der Verteidigungsaufstellung aufstellen, wie wir die Distanz verkürzen zu den Gegnern, Spielfeld eng halten, dass wir nämlich weniger Zwischenräume für den Gegner zulassen, wo wir zugreifen können in Zweikämpfen. Das ist etwas, wo wir schon in der Rückrunde sehr intensiv dran gearbeitet haben und deswegen auch trotzdem viele Spiele hatten, wo wir dann deutlich weniger Gegentore bekommen haben. Das wird ein Parameter sein, an dem wir arbeiten. Das habe ich auch schon in anderen Interviews auch bei euch gesagt, das werden viele andere Teams auch machen, weil das ein ganz wichtiges Element ist im Fußball und in der zweiten Liga, wenn du viele Zwischenräume hast, dann ergibt sich die Möglichkeit für die Gegner, weil jedes Team in seinen Reihen gute Individualisten hat und auch vor allen Dingen Geschwindigkeit mit drin hat. Und wir wollen trotzdem eins, wir wollen rausgehen, versuchen wirklich möglichst viele Spiele zu gewinnen. Aber wir wissen, dass wir das in einer Liga machen müssen, wo die Qualität enorm hoch ist. Wie unterschiedlich war denn jetzt die Spielvorbereitung an einem ersten Spieltag gegen die SV Elversberg im Vergleich zur letzten Saison? Da war es dann 7. und 28. Spieltag. Also ich will damit fragen, da sich beide Mannschaften ja auch stark verändert haben, wie versucht man dann diesen ersten Spieltag vorzubereiten? Ich gehe nicht davon aus, dass Sie wie die Kanadierin im Olympiaturnier mit Drohnen beim Gegner dann versucht haben zu spionieren. Also wie haben Sie dieses Spiel vorbereitet? Die Drohnen haben wir heute zwar auf dem Trainingsplatz gehabt, sogar hier von den Fernsehsendern. Aber nein, wir haben... Wir werden ja sicherlich wenig Videomaterial haben. Nein, also die Vorbereitung auf das Spiel hat sich nicht verändert im Gegensatz, sondern da bleibt die gleiche Akribie dabei. Und wir haben uns ganz einfach drei Vorbereitungsspiele vom Gegner angesehen und die haben wir auch über Videomaterial, weil wir das auch benötigen, um es dann der Mannschaft zu transferieren. Kevin Gehring nochmal. Ich hätte dann doch nochmal eine Nachfrage zu Barış Artık. Wäre es eine Option, dass er morgen nicht am Mannschaftstraining teilnimmt und am Samstag trotzdem in der Startelf steht? Oder heißt das quasi, steht er morgen nicht mit auf dem Platz, ist auch Samstag ausgeschlossen? Ich glaube, wenn er nicht trainieren kann, wird es umso schwieriger. Deswegen wollen wir wirklich auch den Tag, die Nacht abwarten, wie er dann morgen rauskommt. Und wir würden uns natürlich wünschen, dass er morgen am Training teilnehmen kann. Danke.
Gut, dann erstmal vielen Dank für eure Fragen. Am Ende kommen wir noch zu einer Neuerung nach der jeweiligen Pressekonferenz. Es wird eine SAW-Fanfrage geben, die jetzt Thilo Vogelsang stellen wird und die wir künftig dann bei Pressekonferenzen immer zum Abschluss stellen werden. Ich werde sie übermitteln, denn der Bernd aus dem Harz fragt, wurden denn auch mal Ecken und Freistöße geübt und sind sie im System und Taktik flexibler geworden oder gibt es weiterhin nur eine Spielweise? Zitat Ende. Also wir sind in der Tat sehr flexibel, das sehen wir schon die ganze Zeit. Das sieht man ja auch, wenn wir in unseren Offensivvarianten, wie wir gestaffelt sind, dass das gar nicht so leicht für die Gegner ist, sich darauf einzustellen. Wir entwickeln uns als Mannschaft übrigens immer weiter, weil etwas ist ein ganz normaler Prozess schon alleine, weil wir neue Spieler bekommen haben und weil die Spieler, die da sind, wir auch mit ihnen den nächsten Schritt gehen wollen. Und das haben wir auch in der Vorbereitung jetzt über einen längeren Zeitraum versucht zu entwickeln, wie wir uns im Spiel gegen den Ball noch anders staffeln, anders aufstellen, wie wir die Abstände kürzer halten, wie wir mit dem Ball wieder neue Varianten mit reinnehmen. Und natürlich ist das Training von Standardsituationen was völlig Normales. Das machen wir schon die ganze Zeit. Und das Gute ist, dass wir trotzdem auch einen großen Kern nach wie vor zusammen haben aus der letzten Saison, wo wir diesen Schritt noch deutlich intensiver begonnen haben, wie wir es in den Jahren zuvor haben. Und jetzt hoffen wir, dass wir diese Saison da uns auch noch weiterentwickeln. Aber, und das gehört halt zur Wahrheit auch mit dazu, weil ich weiß, dass das auch gerne, die Frage muss man ein bisschen differenzierter beantworten, weil sie mit der Statistiken einhergeht und wir uns auch schon mal darüber unterhalten. Und in der Statistik fällt kein Tor von uns auf, wenn wir von hinten einen Abschluss haben, der von reinkommt und wir nach vorne ein Tor erzielen, was dann teilweise über 3 Sekunden geht und es kommt nicht mit rein ein Eckball, den wir über mehrere Stationen Einwurf kurz ausspielen. Deswegen ist das ja ein Mittel, was wir für uns als Mannschaft auch öfters gewählt haben. Würden wir das so nicht bewerten können. Aber ja, wir versuchen die Dinge zu trainieren und weiterzuentwickeln. Vielen Dank. Dann vielen Dank für eure Fragen, vielen Dank für die Fanfrage. Ich schließe die Pressekonferenz. Wir sehen uns dann am Sonnabend in der FNet Arena um 13 Uhr hier zum Heimspiel gegen die SV Elversberg. Danke.